Was ist der größte gemeinsame Teiler GGT von 20 und 40? Was ist die größte Zahl, durch die ich sowohl 20 als auch 40 teilen kann ohne Rest? Wir schreiben dann auch GGT mit zwei Klammern 20, 40. Nun, das ist ganz einfach. Du siehst es vielleicht sofort. 20 ist ja durch 40 ist ja durch 20 teilbar. 2 mal 20 gibt 40. Und da wir den größten gemeinsamen Teiler suchen, die größte Zahl, durch die 20 teilbar ist, ist ja das 20. Deshalb ist der größte gemeinsame Teiler der beiden Zahlen 20. Das war nun sehr einfach. Mal lösen wir ein weiteres Beispiel, das nun vielleicht etwas schwieriger ist. Wir suchen den GGT, den größten gemeinsamen Teiler, von 10 und 7. 10 nehmen wir blau, 7. Nun, es gibt eigentlich zwei Arten, auf die ich den größten gemeinsamen Teiler einer Zahl ermitteln kann. Die erste Art, die wir jetzt anschauen, wir schreiben einfach die Liste ihrer Faktoren. 10. Was hat 10 für Faktoren? Einmal 10 gibt 10. 1 und 10 sind zwei Faktoren. Was noch? 10 ist durch 2 teilbar. 2 mal 5 gibt 10 und das ist es schon. Das sind schon alle Faktoren von der 10. Was sind die Faktoren der 7? Ja gut, 7 ist eine Primzahl. Dann kann es nur 2 geben, nämlich 1 und die Zahl selbst 7. Jetzt suchen wir den größten Faktor, der in beiden Zahlen 10 und 7 vorkommt. Welche Zahl sehen wir sowohl hier oben als auch hier unten? Jawohl, es ist die 1. Und das schreiben wir jetzt hier in Rot hin. Die 1 ist der größte gemeinsame Teiler von 10 und 7. Gut. Ich denke, lösen wir ein weiteres Beispiel. Was ist der größte gemeinsame Teiler von, was nehmen wir jetzt für zwei Zahlen? Nehmen wir nur 21 und 30. 21 und 30. Ich habe gesagt, es gibt zwei Arten. Die erste Art, die Liste der Faktoren zu schreiben, das machen wir jetzt gleich. 21 ist 1 mal 21. Ist 21 durch 2 teilbar? Nein, aber durch 3. 3 mal 7. Und das ist es schon. Es gibt keine weiteren Faktoren für die 21. Was gibt es für Faktoren für die 30? Wir sehen sofort, 30 ist eine gerade Zahl. Es gibt nicht nur 1 und 30 als Faktoren, sondern auch noch 2. 2 mal wie viel gibt 30? 15. 2 und die 15. Was gibt es sonst noch für Faktoren? Ja, 30 ist durch 3 teilbar. 3 mal 10. Und 30 ist auch durch 5 teilbar, weil wir an der einen Stelle eine 0 haben. Das heißt, 5 mal wie viel gibt 30? Es ist 6. Und damit haben wir alle Faktoren von 30 aufgeschrieben. Und jetzt suchen wir uns den größten Faktor, der sowohl hier unten bei der 30 vorkommt, als auch bei der 21. Wir sehen, es gibt im Prinzip zwei solche Kandidaten. Es gibt die 1 und es gibt die 3. Aber wir suchen den größten und das ist die 3. Das heißt, die 3 ist der größte gemeinsame Teiler von 21 und 30. Nun habe ich euch aber gesagt, es gibt zwei Arten. Wollen wir uns auch die zweite Art anschauen, wie man die größten gemeinsamen Teiler ermitteln kann? Die zweite Art, vielleicht weißt du es schon, hat natürlich etwas mit der Primfaktor zerlegen zu tun. Wollen wir zuerst die 21 zerlegen? 21 ist eine ungerade Zahl, also nicht durch 2 teilbar, aber sie ist durch 3 teilbar. 3 mal wie viel gibt 21? 7.
7 ist eine Primzahl, damit haben wir die 21 schon zerlegt. Wollen wir dasselbe nun mit der 30 machen? Die 30, das ist eine gerade Zahl, die können wir sicher durch 2 teilen. 2 mal wie viel? 2 mal 15 gibt 30. Und die 15, wie können wir die? Die geht nicht durch 2, das ist nicht gerade, aber sie ist in der Dreierreihe. 3 mal 5 gibt 15. Jetzt suchen wir bei den Primzahlen der 30, bei den Primfaktoren der 30, die 2, die 3 und die 5. Und bei der 21 haben wir die 3 und die 7 als Primfaktoren. Jetzt suchen wir den größten Faktor, den größten Primfaktor, den wir bei beiden Zahlen finden. Und das ist die 3. Die 3 finden wir hier und hier bei der 30. Die 5 finden wir nicht bei den 21 und die 7 finden wir nicht hier drüben. Das heißt, die 3 ist der größte gemeinsame Teiler von 21 und 30. Wollen wir uns das vielleicht noch anhand eines weiteren Beispiels anschauen? Wir nehmen jetzt, wir suchen den größten gemeinsamen Teiler von 105 und die 30, die wir vorhin schon hatten. Ja, beginnen wir mit der Primfaktorzerlegung von 105. 105 kann ich es durch 2 teilen? Nein, ist keine gerade Zahl, aber ich kann es durch 3 teilen, denn die Quersumme ist 1 plus 0 plus 5 ist 6, das heißt durch 3 teilbar. Nun, wie viel mal 3 gibt 105? Das ist, was ist denn das? Das ist 35. 35, ich überprüfe es kurz. 3 mal 30 ist 90. 3 mal 5 ist 15. 90 plus 15 gibt 105. Korrekt. Die 35 ist nicht durch 5, nicht durch 3 teilbar, aber sie ist durch 5 teilbar, weil ich eine 5 an der einer Stelle habe. Das heißt, 5 mal wie viel gibt 35? 5 mal 7 gibt 35. Ich schreibe das gleich hin. 105 ist gleich 3 mal 5 mal 7. Und die 30, die habe ich ja schon da oben. Das ist 2, 3, 5. 2 mal 3 mal 5. Welche Primfaktoren finde ich jetzt sowohl in der 30 als auch in der 21? Wir suchen den größten gemeinsamen Teiler. Das heißt, wir nehmen alle Primfaktoren, die wir in beiden Zahlen finden. Es ist die 3 und die 5. Denn die 3 und die 5 habe ich auch hier drüben. Die 2 finde ich nicht und die 7 finde ich in der anderen Zahl nicht. Das heißt, unser größter gemeinsamer Teiler für 105 und 30 ist 3 mal 5. Und 3 mal 5 ergibt wie viel? Jawohl, 15. 15 ist der größte gemeinsame Teiler von 105 und 30.